Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und ich zeige euch heute eine neue Mod, welche coole neue Funktion und Gebäude in das Spiel bringt. Und diese heißt Jurassic Tunnels. Die ist mal wieder von Kai Odenik, sein YouTube-Kanal und die Mods sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich zeige euch jetzt mal, was diese Mod denn Cooles kann. Denn die Mod bringt ein Tunnelsystem in das Spiel. Das heißt, man kann dann auch zum Beispiel hier den Weg wegmachen und das Ganze dann per Tunnel unterirdisch miteinander verbinden. Ähnlich quasi wie eine Einschienbahn, allerdings halt nicht überirdisch, sondern unterirdisch. Das Ganze funktioniert tatsächlich mit einem neuen Gebäude, nämlich dem Tunneleingang. Ist eigentlich ein Schutzbunker, also von der Optik her, aber fungiert hier als Tunneleingang. Man sieht auch schon ganz gut, wenn ich das hier platziere, da bei dem Blauen ist unten noch dieser Tunnel und ja, also dieser Weg nach unten halt. Das kann ich gerade schlecht mit der Maus zeigen, weil ich da nicht hin kann. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und das verbinden wir jetzt mal hier vorne an den Weg. Und jetzt können wir auf der anderen Seite das Ganze genauso machen. Ihr findet den übrigens auch, glaube ich, hier. Genau, hier unten bei den Gästeeinrichtungen findet ihr den auch. Aber bei dem Wegetool ist es ein bisschen schneller und übersichtlicher, finde ich. Deswegen wähle ich das jetzt mal hier aus. So, platzieren wir hier mal den zweiten Tunnel, connecten das zu dem Kraftwerk. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch unterirdisch einmal verbinden. Und das geht ganz einfach, nämlich haben wir hier auch neue Tunnelwege. Einmal den Pedestrian Tunnel und den Utility Tunnel. Der Pedestrian Tunnel kann sowohl Gäste als auch Strom transportieren. Und der Utility Tunnel ist nur für Strom. Das heißt, wenn wir jetzt wollen, dass hier auch Gäste hinkommen, dann müssen wir diesen Pedestrian Tunnel nehmen. Und ihr seht hier schon, hier sind neue Einrasspunkte, nämlich links und rechts. Denn dort können wir jetzt diese Tunnel verbinden. Das machen wir jetzt mal schön unterirdisch. Und jetzt sind oben alle Fehlermeldungen weg, denn wir haben jetzt eine unterirdische Verbindung geschaffen. Was echt mega cool ist, man kann die sogar sehen, wenn man hier aus Entferntool geht. Also da seht ihr wirklich, hier führt dann so ein Weg nach unten und dann ist hier wirklich ein Tunnel entstanden und der geht dann hier wieder hoch. Und da könnten jetzt auch Gäste hier reingehen und die würden dann hier wieder rauskommen zum Beispiel. Und genauso ist es halt auch mit dem Strom. Und jetzt testen wir das Ganze auch nochmal mit den Utility Tunnels. Die sind ja für den Strom, habe ich ja gerade schon gesagt. Und deshalb machen wir jetzt hier mal eine unterirdische Verbindung. Das können wir jetzt hier mitmachen. Connecten das hier ans Kraftwerk. Und dann einmal hier bis zum Umspannwerk. Und hier machen wir es dann nochmal genauso zum nächsten Umspannwerk. Und jetzt sind wieder alle Stromprobleme gelöst. Ich kann euch das auch nochmal in der Ansicht hier zeigen. Also hier ist alles erfolgreich mit Strom versorgt worden. Alles schön unterirdisch. Allerdings müsst ihr ein bisschen beachten, es gibt nur bestimmte Gebäude, die diese Anschlüsse haben für die Tunnel. Nämlich ist das einmal das große Umspannwerk hier. Das seht ihr auch immer, dass da noch so ein blaues Ding nach unten geht. Daran seht ihr immer, dass das einen Tunnelanschluss hat. Und dann haben wir hier das große Kraftwerk und das kleine Kraftwerk. Jeweils die aus der Jurassic Park Ära, die beiden Kraftwerke. Die anderen haben es leider noch nicht. Also da seht ihr jetzt auch keinen Tunnel nach unten. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Jurassic Park Ding nehme, da seht ihr gleich, das hat eine Tunnelanbindung an diesem Stück, was halt nach unten geht. Also das kann ich dann verwenden. Jetzt wollen wir natürlich das Ganze auch mal im Einsatz sehen. Also ich mach mal das hier nochmal weg. Wir bauen jetzt nämlich mal ein Tunnelsystem hier nach dort, würde ich fast sagen, von diesem gleichen Tunnel aus. Und dann lassen wir da gleich auch mal Gäste durchgehen. Gehen wir jetzt mal hier hin. Und dann connecten wir das zum Weg. Muss jetzt auch nicht alles mega perfekt aussehen. Aber ich würde hier halt auch gerne nochmal eben schnell eine Viewing-Galerie unterbringen. Damit die Gäste auch einen Grund haben, hier hinzugehen. So, und das verbinden wir jetzt einmal unterirdisch mit den Pedestrian-Tunnels. Ist auch gar nicht so kompliziert, wenn sich da so ein bisschen reingefuchst hat. Natürlich fehlt jetzt hier der Strom, aber das können wir auch nochmal schnell gemeinsam verlegen. Nämlich mit so einem großen Umspannwerk. Und dann können wir das Ganze mit einem Utility-Kabel verbinden, was wir hier finden.
Weiß gar nicht, ob das jetzt gehen würde, wenn ich das hier ran connecte. Ob das reicht? Oh, das reicht tatsächlich auch. Okay. Ja, stimmt. Logischerweise. Dieser Tunnel fördert ja auch Strom. Strom- und Personenverkehr. Ja, das ist natürlich mega cool, ne? Jetzt haben wir hier auch eine Stromverbindung unterirdisch geschaffen. Und jetzt lassen wir mal kurz Dinosaurier frei, damit dann hoffentlich auch gleich Gäste kommen. Dann kann ich euch nämlich zeigen, dass sie diese Tunnel auch wirklich benutzen können. Oh, was für ein cooler Skin. So ein Rot. Oh, der ist auch cool. Ja, der Stego hat schon echt nice Skins. Jetzt sollten auch die ersten Gäste hoffentlich gleich in den Park strömen. Da bin ich gleich mal gespannt. Da kommen sie. Und jetzt sollten die eigentlich hier in den Tunneleingang reingehen und dann dort wieder rauskommen, um dann zu den Dinosauriern zu kommen. Die können natürlich auch hier hingehen, aber ich weiß nicht, ob man unbedingt so ein Kraftwerk sehen möchte. Also achtet jetzt mal drauf. Die gehen jetzt hier rein und dann sollten hier gleich die Gäste wieder rauskommen. Ich glaube, das dauert auch eine Zeit, weil die halt wirklich unterirdisch die Strecke langlaufen. Was ja auch cool ist, ne? Also wäre ja unlogisch, wenn die sich direkt teleportieren würden. Und da kommen sie wieder rausgeströmt. Das ist echt mega cool, dass das funktioniert. Und jetzt gehen sie natürlich hier zur Beobachtungsgalerie und schauen sich da dann gleich die Dinosaurier an. Ihr könnt übrigens auch Tunnel mit Tunneln verbinden. Also ganz normal wie Wege funktioniert das eigentlich. Also die könnten jetzt auch hier langlaufen, auch wenn das nicht viel Sinn macht. Aber das heißt, ihr könnt da wirklich ein komplettes Untergrundnetz erschaffen, wie ihr möchtet. Und eine richtig coole neue Funktion möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. Nämlich ist das ein neues Gebäude. Der Viewing Height heißt das. Das ist sozusagen eine Viewing Gallery, die man inmitten vom Gehege platzieren kann. Da hat man dann so einen kleinen Shelter, sage ich mal, wo man dann reingehen kann und dann aus der Mitte des Geheges oder wo auch immer man die Dinosaurier beobachten kann. Finde ich richtig cool. Sowas hat uns echt im Spiel gefehlt und sieht auch optisch mega nice aus. Ist schon cool, ne? Dann ist man halt hier mittendrin und jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch in Funktion und Betrieb nehmen, nämlich mit so einem Besuchertunnel. Den verbinden wir jetzt einmal zu unserem Tunnelsystem. Unterirdisch. So. Und jetzt können die Besucher nämlich unterirdisch dorthin gelangen. Das ist schon cool, ne? Stehen die einfach direkt im Gehege bei den Stegos. Jetzt können wir nochmal testen, ob wir zwei davon miteinander verbinden können. Aber ich denke schon. Ja, gar kein Problem. Guckt euch das an. Also da kann man halt ein richtiges Wegenetz erschaffen. Das ist echt cool. Und eine weitere Sache kann ich euch auch noch zeigen. Nämlich ist es so, wenn man diese Viewing Heights in einem Wald platziert, dann verschwindet der Wald. Aber man kann im Nachhinein den Wald dann auch wieder einzeichnen, was echt cool ist. Das heißt, man kann das Ding hier richtig schön im Wald verstecken. Müssen wir natürlich jetzt auch noch connecten schnell. Und dann schauen wir uns hier dann nochmal die Ansicht an. Ist man hier mitten im Wald. Es ist übrigens so, dass diese Ansicht nur in eine Richtung leider geht. Also da kann man irgendwie nur eine Kamera anzeigen. Den Pfeil seht ihr da auch. Also in die Richtung ist die Ansicht. Könnt ihr dementsprechend das Ding am besten drehen. Und dann, wenn man da reingeht, kann man halt genau in diese Richtung schauen. Für die Besucher zählt das nicht. Also für die ist halt wirklich das Ganze eine Rundumansicht. Das zeige ich euch auch nochmal. Einfach so ein runder Radius ist das, der auch relativ groß ist. Also ich muss echt sagen, dass ich das richtig cool finde. Die Gäste können halt direkt bei den Dinosauriern sein, mitten im Gehege. Und sowas hat uns echt gefehlt. Das kann man sicherlich auch mit anderen Mods dann irgendwie versuchen, noch in die Lagune oder so einzubauen. Das würde ich auch richtig cool finden. Vielleicht können wir das ja mal irgendwann ausprobieren. Aber Leute,
Das war die kurze Mod-Vorstellung von Jurassic Tunnels, eine neue Mod von Kai Udenik. Das Ganze ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.